Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir haben ein gelbes Fragezeichen in der Nähe und mein Pferd ist außerhalb meiner Funkfernbedienungsreichweite, was ein bisschen scheiße ist. Du hast ein schönes Pferd, kann ich das mal kurz ausleihen? Das ist nicht mitgekommen. Wo ist hier das Post Office? Theoretisch gleich hier. Und das Kopfgeld abbezahlen. Wo habe ich mein Pferd geparkt? Da ist es. Ich will mir eh ein neues kaufen. Ich will wieder einen schwarzen Araber. Werden sie mir ja nicht jede Woche ummähen. Was soll das? Ich laufe doch noch rüber. Hi, Sir. Hast du einen schwarzen Araber? Das ist doch... Der hat die ähnliche Schnauze. Oh. Schau wieder, ich weiß nicht, was mein Waffenrad am Anfang von der Episode auslöst. Ich hoffe, ich bin's nicht. Zumindest nicht mit den zwei Händen, die mir Gott gegeben hat. Ich habe echt keine Ahnung, warum das teilweise aufgerufen wird. Ich zuck zwar ein bisschen auf den Tabulator, aber eigentlich nicht so. Mensch, ist das eine Szene hier. Mit dem Turm, der das Licht so schön spaltet. Einfach ein geniales Spiel. So, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen... Ah, wir können auch normal weiterlaufen. Ja. Hat auch ein schönes Date. Guten Abend, guten Abend. Mein Pferd ist in Hörweite. Mehr wollte ich doch gar nicht. Hi there, Mister. All right now, friend. Gentlemen. Evening, sir. Guten Abend. Wie sieht's mit der Ehre aus? Könnte noch ein bisschen besser sein. Keine Ahnung, wie ich das hinbekomme. Pferd, komm hier. Wieso sehen das gerade alles... Nee, das ist kein schwarzer Araber. Obwohl die alle so ähnlich aussehen, aber den gibt's ja nur da zum Kaufen. Anders kommt man das Pferd nicht. Ich fürchte, mein Pferd... Keine Ahnung, ich habe gerade nichts in der Richtung gedrückt. Bin an die A- und S-Taste nur gekommen. Weil zum normalen VSD laufen. Okay, boy. Keine Ahnung, was das ist. You're alright, boy. Steck mal das goldene Messer weg. Das tauscht man jetzt ein gegen ein besseres Pferd. Ich hatte der Stall noch offen. Ja. Lass mich erstmal ein Pferd kaufen. Ich will nur hier rein. Blockiert halt nicht den Eingang. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich dem armen Mann da zuerst was geben wollte. Pferde. Nein! Ich habe kein Geld. Kann ich was verkaufen? Oh, die Lasagne ist nur 13 Dollar wert. Nein, doch nicht Pancake. Please subscribe ist 12 Dollar wert. Wir reiten mal wieder eine Weile auf Pancake. Aufrüsten. Ich will es nicht aufrüsten, ich will es... Ja, Pflegeleistung. Einmal mit Unterbodenwäsche. Mist. Wir müssen wieder Leute bestehlen. Ich bin zu arm. Sehr, sehr merkwürdig mit dem Waffenrad. Ich verspreche euch, ich drück's nicht. Bin ja zu 90% sicher. Natürlich ist es ein feines Biest. Und mein Pfannkuchen, auf dem ich hier reite. So, wo ist denn dieses Fragezeichen, das mich da so goldig anschaut? Hallo, hallo Jungs. Excuse me. Ja? Hey, do I know you? Mister, I believe we've met. We have? At that ghastly party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mister... Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure.
The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rainsfall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. Das ist Sleepy zurück. You have great powers of observation. It's my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously, they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. But clean good. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Das klingt gut. Wieso sage ich das in a couple of days near Anwesenheit von dem weißen Typen da? Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, an appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Schrecklich, 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 was die Amis da gemacht haben mit den armen nativen Amerikanern. Darf ich jetzt was stehlen und was umschießen? Ich glaube, ich darf. Noch ein Fragezeichen. Direkt voraus. Ja, wunderbar bei mir. Also, ich war gar nicht gemeint. Ich mach doch gar nichts. Ich reit hier stillschweigend vorbei. Muss ja nicht direkt. War hier auch nicht. Wer bist denn du? Du bist doch nicht der Hitler, oder? Nee, das sieht nicht aus wie der. You okay, buddy? Fantastic. You Americans are nothing but shysters and traitors and slippery tongue bull suckers. I'm inclined to agree. Here, help me please. Back to work with a bloody smile. Es gibt hier in Saint-Denis einen richtig krassen Rassisten, mit dem kann man immer schöne Sachen anstellen. Das ist aber nicht. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, some kind of European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ass, like I say. Toy maker. Hello? Do I look like I should entertain children? Nein, 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 nein. Bloß nicht. No, no he says. No. Krieg ich jetzt eine Drohne? Savior of the mankind, buddy. Yes, you meet him.
Professor Marko Dragic. Sehr tragisch. And not pay the money to. Yes, he told the shit, man. So, what's this toy about? It is not a toy, Big Nuts. It is demonstration of my genius, of my ideas about the source of life. Oh, it's a toy boat. Yes, it is a toy boat that I can power remotely using electricity in ways you cannot see. Good for you. Ways I cannot see. And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. Ladies, please. Ladies! Gentlemen! Enchanté! Hello! Hello, sir! Okay, how is the piles? Yeah? Good, good, good. Okay. Ja, ja. My friends, den Hämorrhoiden geht's ausgezeichnet. You are about to witness history. A demonstration of my infinite insight. All of us, we feel old. You are old. But maybe I can make you immortal. Using waves you cannot see. I will power this boat. You're a goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon is a stoolie. I watch them conspire, you morons. I never met this buffoon before 2 minutes ago. Isn't that right? Which part of it? So, Professor, show us your magical toy boat. Only this time let the buffoon control it. Check if there's any funny business. Oh, this ain't nothing to do with me. Come, please, please. It is easy. Any moron could do it. And I am about to move that. Here, take this, and this, and... don't touch that. Use these ones to steer and this one to shoot torpedoes, okay? Yes, now blow up the little battleships and avoid the sea mites. They have magnets attached. Ich mach gar nichts. Make a nasty explosion if they touch the bot. I must shift drücken. Okay! If this silly dimwit can use torpedoes on boat to destroy the battleships, imagine what technology can do in the hands of certified genius! Feuern! Hey! It's doing what I'm telling it! Of course it is doing! Now tell it to do closer to battleship and shoot with torpedo! Torpedo! Hey! Oh, nicht getroffen. Watch the mine! You see Mine. What he does? No wire like telegraph! No pulley system underwater! Only waves in the air! Wieso kommen die Minen auf mich zu? Think of those poor boys on the HL Hamlet. 8 of them perished to a mere 5 on the Housatonic. Ah, das ist hiermit nicht mehr nötig. Trapped in a box at the bottom of the bay. I suppose you intend to make an unmanned killing machine? You misunderstand. This is the secret to life. Not death. The transmigration of the soul. I make lifeless metal breathe like man. Well, I'm not sure about that. Even little boats can sink, okay? Please! Komm schon. The mines, they're magnetized, remember? Ah, deswegen bewegen die sich auf mich zu. Wieso ist es immer noch nicht? Evasive maneuvers. Ja. Guck mal, das ist eine geile Mission. Nein! There, I'm gone for you. Yes, you see what he does? Now, bring the boat back to the dock. That sure was something. But I'm not sure what, if anything, was proven here. The demonstration's not over yet. Any fool can explore the sitting dock. Let me just reload her. Das macht Spaß. This is really remarkable. This ja. is just a demonstration of my prowess, sir. The real miracles require investment. Ich darf das Boot kaputt machen. Now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to other side of pond, still avoiding magnetic mines. No, he'll attempt to at least. Shush! You're not here for this smart talk. Komm schon. The steam train. The telegraph machine. Achso, ich soll die gar nicht kaputt machen. They all seem pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wires.
Oh. Kontrollwunschnei starten. Das habe ich dann wohl missinterpretiert. Let me just reload her. Ja, ja, das... This is really remarkable. Ja, ja, ich weiß, ich soll die kleinen Boote abschießen. Ich habe schon verstanden. Prowess, the real miracles require investment. Ah. Hm. Now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to other side of Pog, still avoiding magnetic mines. Oh, he'll attempt to at least. Shush! You're not here for this smart talk. Nein! Watch the mine! The steam train, the telegraph machine, the motor car. They will all seem pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wires or coal or gasoline. No, just rays in the air. Wo sind denn die anderen Boote? The voice of God. And funding from us? And funding from you, of course. But what a thing to fund! What an opportunity! Nobody is stupid enough to pass this up. Not even Dimwit here. Hey, lad nach. Ich bin kein Dimwit. Very good, very good. Danke schön. Ich mach das besser als du. Foolproof. Undeniably foolproof. But ja, ich bin der Fool. Und das hat den Test bestanden. As I say, any fool, huh? Thank you, thank you. What is that? It is the stuff of life, sir. It's incredible. No, no, no. Incredible things are in my lab, back at Dover Hill. That will astound all of you. Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. It is immortality, sir. It is very cheap. Perhaps over lunch. Maybe. I'm gonna go. Oh, yeah, of course. And thank you. If you're ever up near Dover Hill, pay me a visit. There, I will really amaze you. I mag hope den Typen, you will forgive auch my wenn er mich ständig beleidigt. Da ist mein Pferd. Komm her, Pancake. Hier gehen schon Menschen, die freundlicher sind. Hoffe ich zumindest. So, ist es eigentlich Trelawney, der da vorne auf mich wartet bei dem Tee, oder ist es Taylor? Es ist Trelawney beim Taylor. Er hat das auch geklärt. Tja. Ich stehe halt nicht im Weg rum. Hey, Mister. Ja, guten Tag. Hey there, Mister. Ich muss meine Ehre wieder hochkriegen. Oder nicht das Einzige, was ich hochkriegen muss, aber bei der Ehre schaffe ich es vielleicht zumindest. Hey, Partner. Out of the damn way. Ganz ruhig, Arthur. Das schafft man schon. So. Ich glaube, nächste nach links und dann kommen wir sogar an. Ist das schön. Gerade kühlt so richtig, richtig doll ab und ich glaube, da steht ein großes Gewitter an. Ich mag große Gewitter. Das zieht echt angenehm rein. Hört ihr vielleicht übers Mikro? Ich habe zwar Broadcast an, aber... Nein, überhaupt kein Problem. Ich reite halt nur gern hier hin. Ist er das nicht schon? Nee. Trelawney. Die Frau wird er nicht sein. Ah, hier an der Ecke. Ich habe schon den besten Anzug gekauft, den ich mir leisten kann. Als nächstes will ich ein Pferd. Ah, there you are, dear boy. Yes, ja, here da I am. Bin ich. Well, we're going to need to get you smartened up a bit. Warum? Why? Well, you can't play at the tables on a Lanahassee riverboat looking like this. Yeah? Not if you want to fit in so well that no one will realize you're there to rob the place. Now, come on. Are we still doing that? Of course. We're going to fix you up so fine, no one will notice a thing. Dann kriege ich ganz viel Geld wieder. Kann mir ein Pferd kaufen. Hello, can I help you, gentlemen? Ja. My friend here is in need of a new suit. We are playing on the riverboat this evening. Make this gentleman look like the Duke he really is. It was the English's fault his grandfather had to emigrate.
kaufe ich. Hat mich sogar nichts gekostet. Ich wünsche noch, ich könnte mich rasieren, aber... Hat Trelawney auch gesagt. Strauss has scoped the whole thing out. It's quite ingenious, actually. What is? Schön. The action he has planned. Indeed, it's not much of an action at all. You play cards and win. Also. And you're going to bet very big and flamboyantly while you win. And everyone's going to think you're some new money from the oil fields come to lay it on thick and drunk. All the while, Herr Strauss will be signaling you in your line of sight. When you bust the place, they'll take you upstairs to pay you off. And that is when Javier comes in, and you take whatever you want. You don't think they might see an armed Mexican coming into the safe with me? Sure, they might, but perhaps not. You will see. Oh, das ist wieder sowas. So, don't nicht nur so diese Spins wahrscheinlich. We both know this is just the kind of innocent fun you thrive on. Ja, ja. Well, after the past couple of months, armed robbery don't seem such an innocent pastime. No, but we, you, all of us, will be done here soon. Ja, das will ich hoffen. Und Arthur hofft es auch. Ah, was man hier alles fürs Geld tut. Could you smarten up my dear hick friend here? Haare schneiden. Nur die Gesichtshaare, bitte. This unlikely fellow has made himself a fortune in the oil fields and learned himself not a lick of manners. Extra glatt sieht ja furchtbar aus. Das ist perfekt. Well, very good, sir. No, it's not good. Not good at all. Not that they're gonna let him play big at the tables tonight. Nehmen wir mal den Pinot. Spartanischer Gabelbart. Ah, Spartaner. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, make aber... him look like a prince, sir. Oh, das war... Wollen wir aber wirklich den Pinot? Nee, ich würde sagen, wir nehmen den Josiah. Und Haare gefallen ja eigentlich. Gesamter Bart können wir noch ein bisschen schneiden. Nö. Muss nicht sein. Haare. Was haben wir denn für Frisuren? Wieso kann ich meine Haare länger werden lassen? Nee, Glatze muss dann auch nicht sein. Nee, das geht in die falsche Richtung. Mittelscheitel. Auch nicht verkehrt. Mittelscheitel ausrasiert und ganz kurz. Wie gesagt, ich bin eigentlich zufrieden. Wir nehmen mal zurückgekämmt und kurz. Jo. Ah, sieh mal doch wieder stylisch aus. There, very smart. Come on. Ja. Let's get to the box. Na, auf jeden Fall. Kriege ich auch so einen schönen Zylinder, wie du hast. Oh. Na gut, dann lassen wir uns heute mal fahren. Normalerweise bin ich ja immer der Fahrer. George, to the Grand Corrigan, please. Grand Corrigan, sir. Well, look at you. From Toad to Prince. Ja. Man, this is a bit much, ain't it? The coach? We can't whinny up there on horses like aber a da bunch sind meine ganzen of Waffen drauf. Yokels. You're a brash oil man. Money to burn. Which reminds me, no shuffling and mumbling. Puff your chest out. Get outside yourself. Yeah, all right, all right. St. Hamlet. So, who's a mark? Is he all right, by the way, the driver? Oh, yes. Don't worry. George and I go way back. Sehr gut. It's a man called Desmond Blythe. Made a fortune in hosiery of all things. Likes to play fast and always keep some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't. But the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one.
Don't worry, Arthur. We're all the authors. Ich mach mir nichts als Sorgen. Make sure you get the right guards. What could possibly go wrong? Indeed. Alles. Alles wird schief gehen. Ich will meine guten Waffen. Don't worry. That has all been arranged. Your chips will be waiting. I got caught with them Lady Bridges on his drum. There she is. Come on. Okay. Arthur, leave any weaponry here. They'll search us when we get on. George, we'll collect these from you later. Very good, sir. Thank you, George. Wenn wir es schaffen. Luck, wenn wir lebend rauskommen. Now remember what I said, Arthur. Everyone is the author of his own good fortune. Yes, yes, believe me, I heard every word. Watch Strauss, listen to the dealer, and this should be a very lucky night. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Gentlemen, how wonderful to see you. Arthur, you remember this pair of boys we met in New York? Yeah. Come on. Champagne is on dear old Arthur. He's rich as can be and feeling luckier than a turkey that's sieht richtig gut aus. Und Herr Strauss auch. Hello, dear boy. Come on, come on, let's head aboard. Drinks on Arthur. Champagne. Willst du uns noch abtasten? Na ja, gut. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Ja. Good time. The tables await. I'll go find myself a change of clothes. Okay. You seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt. Ich hätte einen anderen Schnurrbart nehmen sollen. Idiots. This is simple stuff. Now have a good time. But don't lose too much. Dann wieder nachgewachsen. Die Haare sehen aufbruchbar aus. Ich war doch gerade beim Friseur. Gentlemen. Partner. Hello, sir. So. Dann we have wollen wir mal. Here with your name on it, sir. Ja. Good evening, gentlemen. Arthur Callahan. Sorry I'm late. I had some unfinished business at the bar. Desmond Blythe. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen. Let's play. I hope you're a player. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Das ist Look richtig. At this! Chips already stacked up, waiting for me. I like this joint already. We aim to please, sir. So, how are we all faring? Some better than others. If we all fared the same in life now, where would the fun be? Quiet. Wait, not Desmond Blythe, the hosiery king. I should have brought my other wallet. Not my preferred title, but yes, you should have. Die hätten nicht passen sollen. Na gut, nächste Runde hol mal alles. Here we go then. Wieso sind alle all in? Hello, my ladies. Wieso so viel im Pott? Mr. Blythe wins with three queens. Good die anderen sind gentlemen. Schon komplett I guess pleite. It's just you and me now, friend. Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you are. Likewise, Mr. Blythe. So, what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil man, for my sins. Funny, I haven't heard of you. Oh, ja, wirklich you lustig. Will. You know, I thought about getting a hosiery, but I just look better in a suit. I would stick to oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. You sound okay. Just like my wife. Okay, wir gehen all in. So spielt man. Here goes nothing. Okay, Mr. Callahan, I'm all in. Na, das werde ich doch hoffen. Hair cowgirl. Nein! Dame! Ship! Ha! Ship! I guess abgebaut. My luck held. Is that you done? Done. Bust. Or you got something else to play with.
Meaning? Well, I heard there were some big boys on this boat. Maybe that's not you. No offense. Sit your hillbilly ass down. Was soll das heißen? Why? I got a watch. Look at you. An expensive one. Real fine. Swiss. A Reutlinger, no less. Eine Reutlinger. Upstairs. It's worth more than you. Da bin ich mir nicht so sicher. Okay. I trust you. Now play. As you wish. So, you must know Leviticus Cornwall, big oil man like you. Ja, natürlich. Of course, we crossed paths. I was fortunate enough to tour a little operation heads up in New Hanover. Doppelkönige. Let's not waste any more time here. All in. Don't worry, sir. Everyone is the author of his own good fortune. Sehr gut. All in. Well, nothing ventured, nothing gained. Ja, das sind nur $1,000. Hurricanes. Very good, but not good enough. Shit. Was hat Strauß mir da gesagt? Uh-oh. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan Warum? Wins with an ace-high diamond flush. God damn you! No offense. None taken. Ich habe einen Flush. Well played, sir. Unlucky, Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but where might I find this watch? It's upstairs. Shall we go and have a look? Why not? Gentlemen. Please, cash these out for me. I started last week. Good. Sure. Perhaps you could escort us up to the office. Yes, of course, sir. Oh, dass wir so viel Glück haben. Follow me, gentlemen. Come with me, sir. Ja, die knüppeln wir nieder. You're having quite the night. Yeah, Dankeschön. So far. Bin gerade angekommen. I cannot believe someone gave a greaser a job. We live in strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but fear not. I've got my own little lawgiver right here. Very good. Jesus, darf der bewaffnet sein? Yeah, I know. Ich würde den nicht so beleidigen, der hat gerade eine Waffe in der Hand. I saw it earlier and it really is a handsome piece. Foreign made, but you can't have everything. Indeed. So, wann kann ich dich niederknüppeln? Well, here we are. Just give me one second, sir. Of course, take your time. So. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. I guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Jo, her mit allem. Idiot, huh? Ach komm. Jetzt habe ich extra schön die Waffe weggeschossen. Ich dachte, ich soll ihn leben lassen. Kann ich ihn nicht einfach beknüppeln? Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Ja, wir wissen, wie das läuft, was? Und wie, was ist mit der Waffe im Schuh? Guess you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Jo, dann nochmal. Idiot, huh? Ja, Idiot. Arsch. Ich hab vorhin auch zuerst getroffen. Quick, clear the safe. Let's get out of here. Can't believe that asshole had another gun. The view in here is looking pretty good. How much is there? Must be a few thousand plus the watch. Nice. So wie doch. Now let's get out of here. Come on. Let's go meet the others. Hat das alles? Jo. Komm schon, öffne.
reckon we've only got a few minutes to get out of here. If we're lucky. Wir haben ja Waffen. Ah shit, hätte ich die anderen zwei noch plündern können. Was that a gunshot? It sounded like one. Come on. Alles gut, alles gut. And how exactly war nur der Auspuff von dem Schiff. I ain't too sure. This is what tends to happen when you leave Trelawney in charge of planning. Oh, garnish no meat. Probably involve us dressing up as dancing girls and can-canning. Verzeihung, da muss ich kurz Fenster zumachen wegen starken Regen. Give anyone a job these days. Anyway, we shouldn't give ourselves away till we know we need to. Maybe we could still blend into the crowd when it all goes crazy. Which it surely will. To the bar, Signor. I hope you had fun, sir. At the time of my life. You boys sure know how to put on a show. It's wonderful. Ah, look, there's your friend. Sir, my friend is not a no good chief. Ja. I beg you to take back the insinuation. Yo. There he is. Now, don't be a sore loser, friend. There's something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is. Shoot that man. Jetzt los. We gotta get out of here. Ach, das war die Wache, die nur betäubt war. Ah, ich treff wieder gut. Das ist eine geile Waffe. Was ist denn das? Die behalte ich. Plündern. Oh, nein. Ja, das geschieht ja recht. Ja, dann lass mich halt nicht looten. Die treffen ja ganz gut. Mensch, egal wo wir hingehen, wir machen irgendwie alles kaputt. Das ist jetzt unser Schiff. What you doing back there? Come on! We gotta go! Come on! Wie viele Wachen haben sie denn auf so einem Pilotschiff? Oh. Glaub mich hat's erwischt. Ich muss in dem Spiel einfach mehr in Deckung gehen. We need to get out of here. How do you suggest? I don't know. This ain't my show. Silly me. I clean forgot to bring my gondola. Los, Jungs. Jetzt mal hau mal ab. Are you coming? Let's go. Nicht schon wieder. What are you doing back there? Ja, ich versuche meinen Weg hier freizuschießen. What are you doing back there? Kann man nicht wenigstens die Türen hinter uns schließen? Nein, ich kann doch nicht schwimmen. Oh. Ah, aber ein weiter Weg. Hat niemand dabei sich gedacht, ein Rettungsboot zu organisieren für uns? Never a dull moment. Yeah, that's one way of putting it. So, how much did we get? A few thousand, I think. Pretty good. Yes, indeed. And this watch, apparently it's worth a bunch. Swiss, a Reutlinger or something? Nice watch. Yes, it's a Reutlinger, all right. We'll give it back then. All right, come on, let's get out of here. Herr Strauss war sehr interessiert an der Uhr. So, ich glaube, als nächstes wollen wir dann noch die Bank überfallen und dann haben wir schon wieder eine Stadt ruiniert. Davor will ich mir mal ein besseres Pferd kaufen. Mein Anteil war nur 750. Und Bronze. Lande 5 Kopfschüsse.
Gewinne das Pokerspiel ohne Strauß Hilfe. Ja gut, das hätte ich auch geschafft. Arsch. Nee, ich will keine Nachrichten. Ich kaufe mir jetzt ein neues Pferd. Obwohl ich meinen Pancake hier schon echt gern hab. Alright, girl. Good morning. Guten Morgen, Schür. Da soll's hingehen. Good girl. Würdest du mal ein bisschen laufen hier? Ja, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Hey! Der Gavin finden will, ist wieder hier. Was macht der in Saint Denis? Wo ist der gerufen hat? Der war doch hier in der Nähe. Hallo? Entschuldigung, Sir. Ich werde da oben. Ah, da ist er. Hi, Sir. Morning. Have you seen Gavin? No. You still haven't found him? Nope. But I won't give up. He's lost. One morning, I just woke up and he wasn't there. Someone must have taken him. Maybe he just left. Gavin? No. No. We were best mates. I mean, really, Jojo. Best mates. He'd never leave me. Never. Ist es dein imaginärer Gavin? Freund? Oh, I am so worried. Das glaube ich dir. Gav! Tut mir leid. Gav! Gav! Where are you? Ich glaube, dem können wir nicht mehr helfen. Where are you? Ja, viel Glück, Sir. Viel Glück. Er taucht bestimmt früher oder später wieder auf. Wahrscheinlich eher später. Alright, girl. So, dann wollen wir das Geld, was wir bekommen haben, gleich wieder verbraten. So. Easy, girl. Hat sich bestimmt niemand dran gestört, dass wir ein ganzes Dampfer über den Haufen geschossen haben. Ja, diesmal. Nein! Diesmal wollte ich dir zuerst was geben. Hello. How's that horse doing? Sehr gut, ich will ein anderes. Ich nehme das. Oh, wieder Herde. Hengst 2. Nee, wie nennen wir den? Es gibt Pancake und dann. Butterblümchen. Butterblümchen. Also. Ja, das ist ein perfekter Name dafür. Ja, ja, hab's ja gerade frisch gekauft. Hab's doch gerade erst frisch gekauft. So, ich hätte einen Dollar für dich. Oh, good day to you. Do you have anything you can spare for a blind man? Ja. Please, there's someone here. Ja, natürlich. Ich hätte ihm mehr gegeben als 50 Cent. Oh, thank you, sir. Gern geschehen. Truly, thank you. It means a lot to me. Das glaube ich. Dann viel Erfolg. Die Kutsche ist bestimmt wertvoll. So, was? Ich habe dir gerade schon was gegeben. Ich darf nicht nochmal. BD, ach so, das ist der Bruder Dominikus. Bruder Dawkins, der uns noch sehen will. Glaub, da können wir uns hinorientieren. Ansonsten würde ich sagen, nächstes Mal gehen wir als erstes zur Postmeisterei. Dann können wir mal die 5 Dollar Kopfgeld loswerden. Na gut, aber ich würde sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.